Ja, moin moin, liebe Ladchecker. Heute mal eine ganz andere Kameraperspektive, die ich bisher noch nicht gesehen habe. Deswegen, weil ich es auch jetzt seit gestern erst mir einen kleinen Raum geschaffen habe für meine ganzen Traversen, weil es mittlerweile, ihr seht ja schon im Hintergrund, einiges an Traversen dazugekommen sind. Und ich deswegen mir gesagt habe, okay, ich brauche jetzt einen eigenen Raum, wo ich die ganzen Traversen reinpacke. Deswegen habe ich mir jetzt so eine kleine Kammer freigemacht und da wird jetzt alles reingeschmissen, was irgendwie nach Traverse aussieht. Und ich möchte euch in diesem Video heute ein bisschen erklären, was es so für Unterschiede gibt beim Traversenkauf, was ihr beachten müsst und klar, was es natürlich da auch für Sachen gibt, die noch wirklich wichtig sind. Und dazu werde ich euch jetzt erstmal hier ein bisschen zeigen. Das sind schöne Traversen, kennt ihr alle wahrscheinlich. F33, ganz normal die Standard-Traverse. Für mobile DJs auf jeden Fall eher geeignet als wirklich für den professionellen Bereich. Im professionellen Bereich habt ihr natürlich die F34, also die mit den vier Rohren. Ja, wenn ihr jetzt sagt, okay, F33 reicht mir voll und ganz und ihr sagt, okay, ich will mir auch Ecken holen, dann müsst ihr halt beachten, welche Ecken oder welche Typen von Ecken ihr holt, weil es gibt da nämlich Unterschiede, gerade bei den F33-Traversen. Es gibt einmal welche, die haben quasi die zwei Rohre oben und dann gibt es welche, die haben die zwei Rohre unten. Da müsst ihr halt immer gucken, was für euch, für euren Anwendungsfall am besten geeignet ist. Wenn ihr natürlich sagt, okay, ihr wollt euch erstmal nur zwei Stative holen und normale Geraden, dann ist es letztendlich egal. Aber sobald ihr anfangt, irgendwelche Ecken euch zu kaufen, solltet ihr euch überlegen, welchen Typ von Ecken ihr euch holt. Ich kann euch das gleich mal ganz kurz zeigen. Ich habe natürlich jetzt ja auch so tolle Ecken und so sehen die ganzen Dinge aus. Und auch hier gibt es wieder Unterschiede. Ich habe mich jetzt bewusst für die Ecken entschieden, wo die zwei Rohre oben sind. Das macht es nämlich um einiges einfacher, wenn ihr zum Beispiel Kabel verlegen wollt, schmeißt ihr die einfach hier oben drauf. Da braucht ihr nichts mehr unten festklimpen und das liegt einfach oben drauf und ist super auf- und abzubauen. Dann gibt es natürlich auch den Vorteil, dass ihr da hier unten natürlich hier die Schräge drin ist, ihr wunderbar auf der eure Scheinwerfer da befestigen könnt und die natürlich dann auch im perfekten Winkel zur Tanzfläche oder halt auch zur Bühne stehen und ihr somit dann einfach auch nicht mehr wirklich viel da umbauen müsst mit den Klemmen und so. Deswegen habe ich mich auch definitiv für diese Sache entschieden. Und was ihr noch beachten müsst, wenn ihr zum Beispiel so drei Wegeecken habt, es gibt dann nämlich auch einen Unterschied zwischen rechte und linke Ecke. Das könnt ihr daran sehen, wo hier halt hinten die zwei Rohre runtergehen, ob es eine rechte oder eine linke Ecke ist. In diesem Fall wäre es jetzt hier eine rechte Ecke, genau. Und da müsst ihr halt auch drauf aufpassen, wenn ihr halt euch einen Traversentower kaufen wollt oder das Ganze mal so quasi als Viereck bauen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr C36 und C35 Ecken nimmt und damit das auch vernünftig funktioniert. Ja, und wie das in der Konstruktion jetzt in groß aussieht, das zeige ich euch jetzt in einer kleinen Zeitlupe. Thank you.
Im Hintergrund seht ihr das Ergebnis des kleinen Traversenmarathons und ist ein ganz schöner Trust-Tor geworden, finde ich. Und wie am Ende sage ich, Practice!